Und damit ein herzerfrisches Moin Moin, meine Lieben, euer Mr. Tasty hier. Herzlich willkommen zum nächsten Hansa-Vlog. Ja, heute geht's gegen Eintracht Braunschweig. Jetzt bin ich gerade bei meinen Eltern, sag mein Vater ein und dann fahren wir zu meinem Bruder. Und dann geht's nach Rostock. Schauen wir mal, was heute passiert. Wird ja mal wieder Zeit für einen Sieg. So, angekommen in Rostock. Jetzt geht's gleich zum Stadion und dann heißt es, auf geht's. Oh, das Stadion füllt sich so langsam. Ja. Geht bald los. So, drei Änderungen in der Startelf. Strauß für Neidhardt, Ingelsson für Bachmann und Rosipal für Jonathan David. Halbzeit, aber man muss sagen, Hansa mit Chancen zum 3, 4, 5 holen. Naja, 5 holen nicht, aber man hätte schon 3-0 zu Halbzeit führen können, aber alleine Perry haben wir den versuchten Heber richtig aufgerannt. Hansa geführt, will den Ball ins Tor tragen und wenn sich dann nachher nicht noch recht zum Ende des Spiels oder beziehungsweise in der zweiten Halbzeit, also Hansa. Aber wir denken positiv. Und Frühling von Romano. Weiter geht's. Ist jetzt auch 9-0. Den Sieg ein leckeres Eis und ja, falls ihr mal auch mal so ein leckeres Eis essen wollt, an der A20 Abfahrt Langsdorf gibt es einen leckeren Eisladen, ganz ganz lecker, kann ich euch nur empfehlen. Hier sitzen wir jetzt noch zur späteren Abendstunde und lassen das Spiel ein bisschen Revue passieren. Wie können wir den Sieg eintakten? Ich würde sagen, Marke, Arbeitssieg, also nicht schön gespielt,
vor allen Dingen in Halbzeit 2 nicht. In Halbzeit 1 hast du die Chancen erspielt. Hättest 2-3, 4-0 führen können. Alleine der Pfostentreffer. Hier und da die andere hochprozentige Möglichkeit. Dann auch der Kopfball von Rosbach. Ich meine, gut abgewehrt von Mann. Und summa summarum musst du dir ankreiden lassen, in Halbzeit 1 einfach den Sack nicht zugemacht zu haben. Dann wäre da in Halbzeit 2 nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Zum Glück haben wir in der 87. Minute noch durch Van der Werf den 1-0 Siegtreffer erzielt. Aber vom Fußballerischen her war da wieder absolute Magerkost. Also da kannst du mir sagen, wo du bist. Vom Spielerischen her müssen wir uns einfach unbedingt verbessern. Wer mir jetzt von den Spielern so gefallen hat, war, ja, ich möchte schon sagen, Romano wieder, hat sich wieder gut ins Spiel integriert, hat die Bälle angelaufen, beziehungsweise hat versucht, sich den Ball aus dem Mittelfeld zu erobern. Markolke wie immer, super Spiel. Rosbach hat mir diesmal auch gut gefallen in der Innenverteidigung, hat auch viele Bälle geklärt. Aber ich habe so das Gefühl, als wenn wir einfach viel zu spät an die gegnerischen Mitspieler rangehen, an die Gegenspieler rangehen und versuchen, den Ball rauszuklären. Also die lassen wir bis zur Grundlinie laufen und dann wundern wir uns nachher, warum dann ein Schuss aufs Tor kommt. Ne? Ich meine, gut, Braunschweig hat jetzt nur nicht so die Möglichkeiten, beziehungsweise hat nicht so das Spielermaterial wie den HSV oder so haben. Aber mein lieber Scholli, Alter, da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn dann nachher ein 1-0 für Braunschweig ins Halbzeit 2 ausgegangen wäre. Weil das war einfach, wie ich schon sagte, so in der ersten Halbzeit hui und in der zweiten Halbzeit pfui. Ich meine, du hast natürlich Glück, dass jetzt von den 20 Ecken, die wieder Rosipal geschossen hat an dem jetzigen Tag oder an dem heutigen Tag, dass aber eine vernünftig ankam. Ansonsten muss da spielerisch einfach mehr kommen, weil du bekommst noch ganz andere Gegner in dieser Liga. Braunschweig spielt ja die Saison natürlich nur um den Abstieg. Ich glaube, für uns wird es jetzt auch nicht anders laufen. Also so eine dreckigen Siege, alles gut und schön, aber du musst halt vom Spielerischen her. Du hast ja viel besseres Spielermaterial als letzte Saison, ne? Das ist halt einfach Fakt. Aber naja, wollen wir mal gucken. Jetzt geht's nächste Woche nach Fürth. Ja, nach Fürth. Falls euch das Video gefallen hat, ne, lasst gerne einen Daumen da. Ja. Oder das Herz weg oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Euer Mr. Tasty.